Jo, Tag Leute und herzlich willkommen beim neuen Projekt von mir. Ihr seht, nur kurz, es ist für den C64, jetzt habe ich schon die Klappe, das Intro kommt. Ja, und es ist wieder ein absoluter Klassiker, den ich mir ausgesucht habe, nämlich Aztec Challenge. Jeder, der einen C64 mal hatte, kennt vielleicht das Spiel. Es ist... C64-Spiele sowieso nicht wirklich schwierig. Es ist eigentlich mehr oder weniger immer nur zwei, drei Tasten drücken. Aber es hatte irgendwie seinen Reiz und auch als Kind hatte es definitiv seinen Reiz. Das erste Level, ich gebe schon mal einen kleinen Überblick, ist, dass ich mit einem Typen auf eine Pyramide zurenne und ich werde von links und rechts mit Speeren beworfen und muss halt im richtigen Moment nach oben oder nach unten drücken, also mich ducken oder springen. Das ist aber schon schwer genug und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und dann seht ihr auch, wie lange das dauert und wie sehr ich mich vielleicht auch aufregen werde. Hallo? Ja, und hier seht ihr die Pyramide, die wird immer größer mit der Zeit. Und... ich sag's mal so, irgendwann macht man den Fehler und rastet aus. Aber richtig geile Mucke. Oh! Und da passiert schon. Oh nein. Ja, und das Spiel war wirklich super geil, weil ich eigentlich es nie über die erste Stufe geschafft habe. Hier, die Pyramide war schon schwer genug. Und diese Musik macht einen irgendwann total verrückt. Also man konzentriert sich irgendwann überhaupt nicht mehr. Und ihr könnt das mal selber probieren. Ladet euch das Spiel mal runter und versucht das mal. Ihr werdet durchdrehen! Fuck! Entschuldigung, das darf ich eigentlich nicht sagen. Ey. Okay. Man hat irgendwie auch nur 5 Leben, aber wenn ich jetzt diese Stufe hier schaffe, dann... habe ich wieder 5 neue Leben. Und ja, von der Grafik her kann man sagen, uralt. Ich weiß auch gar nicht, vor wann es ist. Irgendwas, glaube ich, in den 80ern. Ende der 80er, Mitte 80er. Aber, oh nein. Aber jeder, der das Spiel auch mal hatte, weiß, wie schlimm und wie schwer das war. Ich würde sagen, ich mache das einfach nochmal. Oh. Und man konzentriert sich dann noch nicht mehr. Jetzt. Das Interessante ist, dass die Musik ist immer gleich. Also sprich, ich weiß auch genau, wie nachher die Musik klingt, wenn ich das Level eigentlich schon fast geschafft habe. Und da werde ich dann dermaßen nervös. Aber, ich spiele jetzt einfach mal und lasse euch die Musik genießen, die wirklich richtig cool ist. Okay, nochmal. Hier unten habt ihr auch die Erklärung. Stick, pull back on the stick to duck und push forward to jump. Mache ich ja die ganze Zeit, hilft aber nichts. Ach, das ist... das Fiese ist auch... ich habe früher mal gedacht, jetzt der Speerkampf von rechts nach links. Jetzt müsste er eigentlich wieder von der anderen Richtung kommen. Ist aber manchmal hier andersrum. Und deswegen kann man da nicht wirklich drauf bauen. Ey, ich bin doch gesprungen. Hier, die Tastatur, die hat so Bugs bei mir. Ich glaube, ich muss mal hier... muss die mal reinigen. Beziehungsweise eine neue kaufen und die direkt auf dem Boden kaputt machen. Damit ich auch einen Grund habe, eine neue zu kaufen, weil sonst brauche ich ja keine neue. So, jetzt aber. Jetzt wird die Musik auch zum ersten Mal richtig... genau, die Aztec Challenge Theme, würde ich sagen. Ist das? Oh, das war knapp. Und jetzt gleich, wenn... gleich müsste der Eingang kommen und dann werde ich total nervös. Und dann mache ich bestimmt den Fehler. Ihr seht, es wird größer und der Sprung, jawohl. Oh nein, ich werde nervös. Ich werde nervös. Nein, bitte schnell vorbei. Oh, der Eingang. Da ist er. Ducken. Oh, jetzt keinen Scheiß machen, komm. Ja, das sieht gut aus, Yes, ich hab's geschafft. Huh, das war schon mal eine richtige Herausforderung. Ja, und jetzt hier geht's weiter mit Aufgaben, die ich gar nicht mehr so gut kenne.
Und ja, die Bugs hier, die ihr hier seht, die sind wirklich im Spiel so drin. Also, das liegt jetzt nicht am Emulator und ja. Ich muss einfach den Stein ausweichen. Leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, die kommen immer nach dem gleichen Schema. Das heißt, ich gehe einfach nach rechts, genau. Kann nichts passieren. Und ich muss auch sagen, dass ich hier diese Aufgaben gar nicht mehr so gut kenne, weil ich früher mit der Pyramide schon richtig Probleme hatte. Und wenn ihr das noch kennt von früher, diese Joysticks, die man hatte, die waren ja auch eigentlich immer kaputt gewesen. Und ja. Oh! Kann also gut sein, dass die direkt im Spiel auch kaputt gegangen sind, weil man sich geärgert hat. Die sind doch gerne mal in die Ecke geflogen. Und ja. Was? Ihr seht schon, das ist ein bisschen leichter, wenn man sich hier... Oh! Auf manche... Oh nein! Was ein Scheiße. Okay, nochmal. Aber ich bin ja schon so froh, dass ich die Pyramide hinter mir habe. Ich werde übrigens hier bei diesem Must Play keine Pausen machen, also kein... ich werde das komplett durchspielen und dann halt in gewissen Einzelteilen hochladen. Das Spiel dauert halt wirklich nicht lange, also ich hoffe, dass es nicht lange dauert. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie blöd ich mich da mal anstelle. Aber eigentlich sollte es relativ schnell durchgespielt sein. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe es sogar noch nie durchgespielt. Ich bin immer am letzten Level hängen geblieben. Und weiß auch gar nicht mehr, was da das Problem war. Und ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss, dass ich gleich wieder hier... Ah, da bin ich, glaube ich, gerade draufgegangen. Genau. Ich bleibe einfach mal ein bisschen links. Die Musik ändert sich schon. Das heißt, das Level ist gleich vorbei. Okay, hier. Oh. Oh, das war knapp. Oh. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt keinen Scheiß bauen. Links. Komm, komm, vorbei, vorbei. Sehr gut, geschafft. Und ja, weiter geht's im Tempel. Und der Tempel ist so aufgebaut, dass man immer so Bildschirme von links nach rechts wandern muss. Und manchmal kommen Fallen, manchmal kommen Pakete, Pfeile, seht einfach mal selbst. Und ich habe eigentlich immer nur die Möglichkeit abzustoppen oder zu springen. Ja, genau. Und wenn der Pfeil von oben kommt, dann bin ich meistens direkt tot. Und ich kann auch hier abstoppen, also ich kann auch schauen, wenn ich der Meinung bin, ich sollte erstmal abwarten. So praktisch wie jetzt, da hätte ich lieber nicht abstoppen sollen. Oh! Da ging's in den Graben. Ich mache weiter. Hier kommen wieder Pfeile. Manchmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen Glück. Ja, hier die Sachen einfach drüber. Das gleiche wieder. Drüber, drüber. Ja, drüber. Hm. Das ist mir... Oh! Nein, wie bitter! Ja, das ist mit dem Drüberspringen gefällt mir eigentlich besser. Ja, dass ich jetzt hier drauf gehe, hätte ich nicht gedacht. Los, gleich nochmal. Vielleicht kann ich ja dem Pfeil auch ausweichen hier. Ey, und ich halte auch noch an. Wäre ich einfach weitergelaufen, wäre nichts passiert. Oh. Oh nein. Ich rege mich innerlich gerade tierisch auf, diese scheiß Kisten. Ey, das kann doch nicht sein. Also für diesen Level habe ich in meinem Test vorher eigentlich die wenigste Zeit benötigt. Ey. Kommt eher gleich was mit Piranhas, wo ich relativ schlecht war. Weil man die mich auch nicht richtig sieht. Ja, komm, kannst du mal weitergehen? Ich würde hier gerne mal weitermachen. Hallo. Danke. Ach. Deswegen sollte man immer, wenn man einen neuen Bildschirm betrifft, erstmal anhalten, um genau die Fallen zu sehen. Drüber. Ey, das gibt's doch nicht. Cool, was war denn das gerade mit der Musik? Ja, die Falle kennt ihr noch nicht. Das sind hier das Nagelbrett. Ist überhaupt kein Problem. Im Gegensatz zu den Pfeilen und den Kisten, die von oben kommen. Sehr schön. Ich glaube, ich muss irgendwie so acht... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss acht Bildschirme schaffen oder so. Ich hoffe einfach mal, ich habe jetzt Glück und krieg nicht mehr so viele Pakete oder halt Pfeile von oben. Steine, würde ich mal fast sagen. Ja, da hat das was anhalten sehr gut. Ja, und durch, komm. Jawohl. Ey. Oh, ich war schon wieder am Fluchen.
Wenn ich jetzt... Oh, geschafft. Gott sei Dank. So, das nächste ist hier The Vermin, was mir jetzt gar nichts sagt. Das ist irgendwie so ein Korridor oder sowas. Und ja, alleine beim Draufgucken wird mir schon tierisch schlecht. Und ich kann einen kleinen Sprung machen oder einen großen. Und man muss sagen, zum Glück ist die Kollisionsabfrage hier sowas von mangelhaft, dass ich eigentlich... Ey! dass ich eigentlich nicht draufgehen sollte. Aber dass eine Schlange vom Himmel fällt, ist jetzt auch neu gewesen. Aber ansonsten... Hey! Was? Okay, einfach weiter. Also, in dem Level bin ich beim Test überhaupt nicht draufgegangen. Okay, einfach einmal drüber. Manchmal habe ich das Gefühl, liegen irgendwo Spinnen oder irgendwas, die man gar nicht sieht. Also man kann gar nicht ausweichen. Und dann ist natürlich ist ganz unfair. Aber ja, das Spiel ist natürlich auch unfair.